just black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück bei der Black Panthers Karriere, wo es in der letzten Folge ja nicht wirklich gut aussah. Wir haben von den drei Spielen, die wir bisher gespielt haben, alle nicht gewonnen. Einen Punkt haben wir gerade mal geholt in der Liga. Wir sind im Pokal rausgeflogen, obwohl unsere Mannschaft gar nicht so schlecht aussieht. Trotz alledem hat es gegen Fürth nicht gereicht. Wir sind in der Verlängerung rausgeflogen und wie gesagt, in der Liga stehen wir mit nur einem Punkt da. Ja, und da hoffen wir auf jeden Fall mal, dass es dann gegen Bielefeld gleich besser läuft. Da erstmal bedanke ich mich auf jeden Fall für die letzte Folge. Haben wieder sehr viele den Daumen da gelassen. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Und auch gute Kommentare drunter geschrieben. Ihr habt geschrieben, ich soll auf jeden Fall einen freien Spieler vielleicht noch kaufen, wenn ich einen finde. Muss ich gucken, wie das Transferbudget. Ihr seht ja selber, das Transferbudget ist nicht gerade super hoch. Es liegt bei knapp 200k nur noch. Dadurch, dass wir halt in der letzten Folge mit Okafor, mit Burkhardt und mit Guendouzi halt teure Transfers getätigt haben. Wir können auch mal kurz auf die Transferliste gucken. Den Spieler, den ich eigentlich holen wollte, habe ich einfach nicht gesehen, dass der einfach zu Sevilla gewechselt ist. Das heißt, der ist halt im Moment viel zu teuer für uns. Wäre natürlich, glaube ich, ein richtig guter Spieler gewesen. Sonst das, was wir noch auf der freien, was wir als freie Spieler noch haben, wäre halt noch Elneny. Da wird wahrscheinlich aber das Wochengehalt wahrscheinlich nicht passen. Marin ist halt auch schon gewechselt zu Turin. Der andere Marin, ja, 1,1 Millionen. Ich werde auf jeden Fall das Scouting abwarten. Guedes wäre noch eine Möglichkeit. Der kostet 2,4 Millionen. Ich hoffe, dass er so bei einer 69 oder so liegt. Dann wäre das noch in Ordnung, wäre besser als Groß. Und Freuler, ja, klar. Ich glaube, wahrscheinlich so von der Seite her die beste Lösung. Würde jetzt nicht viel Gehalt, würde wahrscheinlich nicht so viel also lange bei uns bleiben, aber halt wäre der von der Gesamtstärke, glaube ich, am besten. Aber da kommt wieder das Gehalt in die Sache und wie gesagt, davon haben wir halt im Moment nicht gerade viel. So, und um jetzt lange rumzulabern, gehen wir mal rein ins allererste Spiel. Das simulieren wir schnell gegen Bielefeld. Und wir verlieren 2:1. Schöpf und Okugawa waren die Tore, obwohl die nur gerade mal 2 Chancen hatten. Also es läuft im Moment nicht besser, aber es ist halt die Saison, habe ich nicht viel mehr erwartet als ein Platz eher im unteren Drittel. Sind da jetzt 15. Also wir sind recht unten, aber zumindest sind zwei Spieler fertig gescoutet. Das wäre einmal Martel. Da läuft der Vertrag aus. Und halt ein Bomb, da läuft ebenfalls der Vertrag aus. Aber beide können wir uns im Moment noch nicht leisten. So, die nächste Partie ist gegen Pauli. Aber bevor wir das machen, sind die Scouting-Berichte fertig. Und da können wir gleich mal kurz zeigen, was denn unsere ZM-Kandidaten haben, beziehungsweise ZDM. Also Elneny, Gehalt wird sehr, sehr schwierig bis unmöglich. Dann kommen wir zu Freuler, auch da Gehalt sehr, sehr schwierig, auch wenn er eine super Dinger. Quedis ist leider zu schlecht, also das heißt zu schlecht, klar, ich könnte ihn jetzt Backup einbauen, aber das wird wahrscheinlich die einzige Möglichkeit sein. Marin ist halt noch schlechter und will mehr Gehalt. Und der andere Marin. Ja, mal gucken. Also ich werde jetzt mal bei jedem probieren. Einfach mal, um zu gucken, ob das möglich ist. Und dann gucken wir mal, wer denn unser neuer ZM-Backup oder vielleicht doch Stammspieler wird. So, wir haben eine Einigung erzielt mit Sevilla für eine Leihe für ein Jahr zum Kauf.
für Miguel Jesus, den ja viele, was heißt viele, also zumindest die Leute gefordert haben in den Kommentaren, habt ihr die ja durchgelesen. Darum hoffe ich, dass sie das annehmen. Es ist eine Leihe zum Kauf, das wäre schon endlich sick. Wir müssen natürlich jetzt das Spiel abwarten gegen Pauli. Und das schnell simulieren wir nämlich jetzt auch. Und wir gewinnen 3:1 gegen Pauli. Okafor mit einem Dreierpack sogar. Ganz stark. Und das ist der erste Sieg in der zweiten Liga für uns. Ein ganz, ganz wichtiger Sieg auch. Dass wir da unten erstmal ein bisschen rauskommen. Und hier steht leider schon das Ende der Versorgung. Ich muss Ihnen mitteilen, dass Miguel Stadt zu uns lieber zu begangen ist. Hä? Was ist denn das für eine Meldung? Also. Ich will den ausleihen. Also ich habe ja eine Leihe erzielt und vor allem ich hätte nicht mal viel gezahlt. Ich hätte nur 4 Millionen, also Marktwert eigentlich für den gezahlt. Und er hat es abgelehnt, weil er lieber bei PS. Ja, klar, er ist ja bei Sevilla unter Vertrag, aber es wäre halt echt ein super Transfer. Also an sich hätte er wenigstens bei uns Spielzeit bekommen. Dann sind wir uns mit unserem neuen ZM einig. Also nach ganz hin und her wird es am Ende Diego Guedes. Marktwert von 2,6 Millionen kommt zu uns 18 Jahre jung. Der schafft es auf jeden Fall auf die Bank schon mal für Langer. Und das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Und dann haben wir zumindest noch einen Backup hinten drinne für Groß und auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass er sich verbessert und der Mannschaft dann auch in Zukunft weiterhelfen kann. Das nächste Spiel gegen Sandhausen wird auch schnell simuliert. Zu Hause gegen Sandhausen verlieren wir 1:0 Testrot gegen unseren Tabellennachbarn. Also man merkt, es ist doch nicht alles perfekt. Und dann sind wir schon am Transfer Deadline Day angekommen. Wahrscheinlich wird jetzt nicht mehr so viel passieren. So, der Deadline Day hat noch eine Stunde auf der Uhr. Es ist nichts passiert. Wir haben keinen weiteren Spieler verkauft. Wir haben auch keinen weiteren Spieler eingekauft. Würde die Zeit sowieso nicht mehr reichen. Leier hat ja nicht funktioniert mit dem Jesus leider. Dafür haben wir andere Spieler geholt. Die Top-Transfers sind Milinkovic-Savic zu Atletico Madrid, Villarreal zu Atletico Madrid und Robertson von Liverpool zu Real Madrid. Also die Madrilen haben es ordentlich krachen lassen. Und wir hoffen, dass unsere Mannschaft jetzt nach dem Transfer Deadline Day auch ordentlich krachen lässt und in der Tabelle ein bisschen, ja, steigt nach oben und nicht weiter nach unten. Und damit es bergauf geht, müssen wir auf Schalke auf jeden Fall gewinnen. Ein ganz, ganz schweres Spiel, aber auf solche Spiele hat man ja gewartet, dass man sich mit dem großen FC Schalke 04 messen kann. Choreo ist auch dabei. Ja, und wie gesagt, damit es aufwärts geht in der Tabelle, müssen wir heute gegen Schalke gewinnen. Auf jeden Fall Top-Leistung zeigen. Ich verstehe diesen. Schalke tritt so auf mit der Fünferkette. Den meisten kennt man da eigentlich, vor allem Blüter und Terodde. Und natürlich, Schalke ist eine absolute Macht in der zweiten Liga. Und ja, ein klarer Aufstiegskandidat auch. Und dann sehen wir unsere Mannschaft noch wie gewohnt im 4-4-2. Ja, und dann wollen wir mal gucken, ob das besser läuft als beim letzten Mal, als ich gespielt habe. Ich hoffe es. Schön gespielt, Burkhardt und Fährmann ist zum ersten Mal da. Erste Möglichkeit für uns in dieser Partie. Der kommt schlecht geblockt nochmal. Ball, aber der ist super gut. Okafor, 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 was eine Chance.
Und die musst du dann halt auch einfach machen. Wie er den noch daneben kriegt, weiß ich auch nicht. Also, Riesenchance. Also, ist nicht schlecht. Kühn. Jetzt die Finte, was eine Parade von Fährmann. Absolut ganz, ganz stark. Gadosa. Es ist Halbzeit in der Veltins Arena und ja, wir sind die klar bessere Mannschaft. Aber ja, wie man sieht, es steht 0 zu 0. Viel mehr vom Spiel, aber wir konnten es bisher noch nicht in ein Tor umwandeln, weil ja, die Chancenverwertung ist einfach nicht gut bis hierhin. Und das muss sich bessern, sonst bestraft uns unser Schalke. Was für ein FIFA-Tor. Also ich habe es gesagt, irgendwann bestraft uns Schalke und dann direkt nach der Pause kriegen wir hier das 1-0. Aber also guckt euch das bitte an. Hier, jetzt blockt den Vitão, dann geht mein Rechtsverteidiger einfach weg. Terodde kommt zum Abschluss. Und dann, was ist das? Okafor, und da ist die Antwort von uns. Ausgleich durch den Schweizer Noah Okafor. Ganz stark gespielt. Hier, Kühn hat das Auge auf Außen. Da ist keiner bei Okafor und der ins lange Eck. Das erste Mal Kroos geht raus, unser Kapitän, und Guedes kommt in die Partie. Ich will ein bisschen mehr Spielstärke reinbringen in die Mannschaft. Hier geht es über die Außen, hier geht es über Okafor. Gute Gelegenheit. Nächster Wechsel bei uns. Cardoza geht runter, Schneider kommt rein. Bei Schalke wird auch gewechselt. Jetzt müssen wir aufpassen. Oh Gott. Oh, wichtig. Ah, und so bleibt es beim 1 zu 1. An sich ein unverdientes Unentschieden für Schalke. Ich glaube, die hatten zwei gute Gelegenheiten. Wenn nicht, wir haben es verpasst, hier mehr mitzunehmen. Am Ende nur ein Punkt, aber besser als wieder mit 0 Punkten nach Hause zu fahren. Aber am Ende bringt es uns halt ja nur ein Stückchen nach oben. Ist auf jeden Fall wichtig, dass wir nicht verloren haben. Aber ja, wir sind halt immer noch 12 da. Ich meine, ein bisschen Abstand haben wir ja noch. Ich gucke jetzt mal kurz auf die Tabelle. Haben wir morgen einen Punkt. Also es ist sehr, sehr eng da unten und das wird sich auch erstmal, glaube ich, nicht ändern für uns. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel steht jetzt vor der Tür. Die Black Panther gegen den SC Paderborn. Ein Punkt Unterschied haben wir. Paderborn ist 16. Wir müssen gewinnen. Oder zumindest einen Punkt holen. Aber gewinnen wir halt schon sehr besser, viel, viel besser. Dann können wir uns auf jeden Fall ein bisschen Luft verschaffen nach unten. Und zum allerersten Mal auch zu Hause vor unserer Endkulisse. Und nur vor 4 Tore in den letzten 3 Spielen. Das sollte doch ein bisschen Auftrieb geben. Ja, ich spreche von mir. Groß! Burkhardt muss ihn nur noch über die Linie drücken. Das ist nicht mehr normal. Wirklich, dieser Burkhardt. So ein Fehleinkauf. Ja, das war eine Ansage. 1-0 Paderborn. Michel macht's. Soll ich dazu sagen? Also eigentlich stehen wir mit einem hinten drin, es ist ein Pass und ja, komplette Abwehr öffnet sich mit schon Tor. Kühn, wieder hält er ihn, es ist unfassbar. Kühn, oh mein, das gibt es nicht, was die für Chancen verdeppern, das ist unfassbar. Spielinfo, also ja, bringt dir nichts, wenn Paderborn gerade mal 3 Schüsse hat, aber du trotzdem hinten liegst.
Eieieiei. Ich sag immer wieder, es kann nur besser werden in der zweiten Halbzeit, aber meistens wird es dann immer noch schlimmer. Also, ich keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Kühn, und es ist. Also, ich würde als Trainer verzweifeln. Wie kann er den nicht frei machen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie viele Chancen der Mann noch braucht. Überhaupt unsere Stürmer. Wir wechseln übrigens aus. Es ist jetzt Burkhardt rausgegangen. Cardosa rausgegangen. Kühn, Ausgleich! Es wurde auch Zeit. Aber es ist Kühn. Es ist Kühn. Er hat sich jetzt auch mal so langsam verdient. Ich meine, ich schimpfe ein bisschen oft auf ihn, aber es wurde jetzt Zeit, dass der Ausgleich fällt. Wir waren so viel stärker jetzt auch. Okafor macht's klasse, legt den ab und Kühn knallt den schwierigen natürlich da hinten dann ins Eck. Ich könnte den Schiedsrichter wirklich gerade, no joke, ich könnte den Schiedsrichter gerade an die Wand klopfen. Da war ein einziger Paderborner hinten und vier freie Spieler von mir. Wenn er den Angriff jetzt noch fertig laufen lassen, wäre es zumindest noch eine gute Chance gewesen. So spielen wir nur 1-1 unentschieden. Ich glaube, wir hätten dieses Spiel dreimal gewinnen können. Alleine die eine Chance von, diese Doppelchance, die wir hatten, aber ja. Ja, hat nicht sollen sein. 1:1 auch gegen Paderborn. Was jetzt natürlich noch drum drauf kommt, Jonathan Burkhardt verletzt sich für 3 Monate. Das ist natürlich eine Nachricht, die man gerne hören möchte als Trainer. Auch wenn die Pfeife bisher nichts gemacht hat, aber dass er sich verletzt, das braucht man jetzt eigentlich nicht wirklich. Ja, und das heißt, Jäger wird spielen auf der Seite. Ja, müssen wir mal gucken, wie es. Also wir sind immer noch 12. 6 Punkte nach 7 Spielen. Wir stehen voll im ersten. Ja, okay, warte. Wir lassen mal die paar Tage runterlaufen. So langsam muss jetzt mal bitte ein Sieg her. Einfach mal wieder. Und wir spielen natürlich unentschieden 1:1 gegen Waldhof Mannheim, den Tabellenletzten. Es wird einfach nicht besser, aber wir bleiben weiterhin ohne Sieg. Und ernähren, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und ein Spiel gegen 1860 München, dass wir 3:0 gewinnen. Kühn, Guendouzi und Sommer. Ganz, ganz wichtiger Sieg. 3:0 gegen 1860 München. Die auf jeden Fall viel besser stehen. Jetzt sieht das doch mal ein bisschen besser aus. 11. Platz, 10 Punkte. Dann haben wir 1860 überholt. Das ist auch super. Und dann ist auf jeden Fall wieder ein bisschen Luft nach unten wieder da. Das nächste Spiel ist gegen den Tabellennachbarn aus Pauli. Aus Aue. Aus Pauli. Und das gewinnen wir 2:0. Traoré wird eingewechselt und Stein mit dem Tor. Auch das ein wichtiger Dreier. Der uns sogar jetzt, ja, 13 Punkte jetzt sogar beschenkt. Also, so, ja, vielleicht entwickelt sich die Mannschaft ja doch ganz gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass Burkhardt verletzt ist, man weiß es nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall 13 Punkte, das liest sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Es ist wieder ein Tabellennachbar, gegen den wir spielen, Hannover 96. Und auch das Spiel gewinnen wir. Okafor und Jäger machen die Tore. Also der nächste Sieg, der dritte Sieg in Folge. Und damit sind wir jetzt 7. Tabellenplatz. Nach 11 Spieltagen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr stark, wenn man überlegt hat, wie wir angefangen haben. Dann geht's auch gleich rein in die nächste Partie gegen Heidenheim. Auswärts müssen wir ran und das gewinnen wir auch. Doppelpack Okafor. Der Mann entwickelt sich zur richtigen Maschine in der Simulation. Ja, und jetzt sind wir sogar schon richtig nah dran an den Aufstiegsplätzen. Das hätte ich nicht gedacht bis hierhin. Also wirklich. Vor allem nicht nach den. Also wir haben ja gegen Schalke sehr gut gespielt, dafür haben wir gegen Paderborn Müll gespielt, aber das hätte ich nicht gedacht, dass wir so nah an den Aufstiegsplätzen jetzt schon dran sind nach 12 Spieltagen.
ist gegen Köln, das wird aber dann erst in der nächsten Folge selber gespielt oder simuliert. Ja, wir haben einen sehr guten Oktober hingelegt, noch 4 Spiele, 4 Siege, Trainer des Monats sind wir auch noch geworden. Und ja, dann geht's in der nächsten Folge dann gegen Köln, Regensburg, Kiel in durch den Dezember, zweimal gegen Rostock, einmal gegen Fürth. Und dann geht's dann auch in die Transferphase im Januar. Und ja, da sind wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und ja, lasst, wenn es euch gefällt, gerne wieder ein Like da und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, wenn ihr nicht weitere Folgen verpassen wollt. Ich bin raus und wir sehen uns in der nächsten Folge und tschüss.